Arbeitnehmer im Homeoffice, die Kinder zu Hause im Homeschooling. Alle Interessen zu berücksichtigen ist mit den aktuellen Einschränkungen eine riesige Herausforderung. Wir geben Tipps für eine Tagesstruktur und zur Unterstützung der Kinder beim Online-Lernen. Das Lernen zu Hause gestaltet sich je nach Alter des Kindes unterschiedlich. Grundschulkindern werden die Aufgaben von den Lehrkräften meist per E-Mail oder in klassischer Form ausgedruckt zur Verfügung gestellt. Ältere Kinder arbeiten oftmals mit den von der Schule genutzten Online-Lernplattformen. Verändertes Lernumfeld. Die Herausforderung besteht für alle Kinder in der veränderten Form des Lernens. Plötzlich steht die Lehrkraft als Bezugsperson nicht mehr ständig zur Verfügung. Eltern können diese Lücken nur begrenzt füllen. Wichtig ist dabei, den Kontakt zu der Lehrkraft zu halten und bei Bedarf Fragen zu stellen. Dies kann per E-Mail oder einem Videochat geschehen. Tagesstruktur. Zu Hause Unterricht zu haben bedeutet nicht in den Ferien zu sein. Hilfreich kann für das Kind ein fester Tagesablauf sein. Werden von der Schule die Aufgaben nicht wie im gewohnten Stundenplan unterrichtet, können Eltern gemeinsam mit dem Kind einen Tagesplan erarbeiten. Das hilft bei der Einteilung der Fächer sowie beim Einhalten von Pausen. Unterstützung geben, die Eltern können und sollen nicht die Lehrkraft ersetzen. Dennoch sollten Eltern Unterstützung signalisieren und dem Kind für Fragen, Probleme, Nöte zur Verfügung stehen. Während der Lernzeit der Kinder ist es oftmals schwierig, genügend Zeit für die eigene Arbeit im Homeoffice einzuplanen. Es kann sinnvoll sein, wichtige Arbeiten für den Nachmittag oder Abend einzuplanen. Online-Lernplattformen. Es gibt verschiedene Lernplattformen, die von einigen Schulen genutzt werden. Teilweise kann die Fülle der Aufgaben bei den Kindern zu Stress führen. Nehmen Sie sich die Zeit, wenn möglich gemeinsam einen Tages- bzw. Wochenplan zu erstellen. Auch das Hochladen oder Scannen der erledigten Arbeiten kostet zusätzliche Zeit. Falls Ihr Kind das nicht alleine erledigen kann, geben Sie Unterstützung. Helfen können hier Ordner, die für die jeweiligen Unterrichtsfächer angelegt werden, für den Überblick.